Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den ETS 2 im Multiplayer zusammen mit dem McManus. Hi Leute! So, ja. Lieber Freezy, ich werde dich wahrscheinlich verlassen müssen, weil wir shoppen. Ich gehe jetzt auch erstmal shoppen. Ich werde jetzt den LKW switchen auf Volvo. Ich hoffe, ihr hasst mich nicht dafür. Wir haben einmal den FH16 Classic Globetrotter und wir haben den FH Globetrotter XL. Der XL gefällt mir eindeutig besser, ey. Der gefällt mir besser. Ich glaube, ich nehme den. So, 600 PS, wie ihr seht. Ausführungen werden wir natürlich ändern. So, und dann schauen wir mal. Das haben wir natürlich schon das Beste drin. 6x24. Hier hätten wir noch eine Liftachse. Backlift, Midlift. Wir werden den Techlift nehmen. Nehmen wir den Techlift, nehmen wir den Midlift. So, wir nehmen den Techlift. Also hintere Achse. 600 PS haben wir drin. Das passt. Fünfganggetriebe haben wir drin. Das passt. Ausstattungs. Der sieht aber auch schön aus. So, gut, jetzt müssen wir das ganze Teil natürlich anpassen. Jetzt müssen wir mal gucken. Aussieht lackierungstechnisch. Könnt ihr natürlich auch mal einen auf Schwerlast transportieren. Ist auch immer ganz gut. Ach, siehst du, jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Scheiße. Würden wir fix das DLC noch holen. Welches DLC? Na hier, das. Ich wieder den Koi. Du weißt schon, welches DLC hier. Das, was mir noch fehlt. Michelin. Ja. Das fehlt mir noch, leider. Schöne Bilder. Aber ich glaube, das Koi ist doch ganz cool. So. Dann haben wir das. Dann haben wir hier eine Menge Zubehör, die wir kaufen können. Da müssen wir mal schauen, was macht Sinn und was nicht. Natürlich drauf machen. Batterie da oben drauf wollte ich eigentlich nicht. Ja, was Dezentes. So. Hello, sieht mit dem Orange. Das lassen wir auch. Können wir Fähnchen dran machen? Warte, Moment. Das Fähnchen lassen wir ab. Warte mal, wie kann ich das ablassen? Fähnchen dran, wie mache ich das weg? Wenigstens Deutschland dabei, da war's. Back of Germany. Auf der anderen Seite kommt mal ganz. Ach. So. Hier haben wir schon die. Achso, hier müssen wir unseren Nummernschild könnten wir wieder reinmachen. Wer los? Auf jeden Fall. Dann noch so ein schönes Teil. Auch sehr geil aus. So, Türgriffe. Passt. Dann brauchen wir noch ein paar Felgen. Und wieder die verchromten. Ich glaube, ich hole mir erstmal noch keinen neuen LKW. Warum? Na, ich bin hier gerade bei Iveco. Ja. Da ist nichts Tolles drin. Aber ich wollte eigentlich noch Volvo. Okay. Online kaufen. So, schauen wir mal.
Der hat schon 540 PS, 460 PS. Der ist super. Nimm den doch. Ja, den kaufe ich jetzt auch. So, warte mal, dann brauchen wir aber das Rad hier. Und dann wollte ich eigentlich... So. Okay. Das verchromt. So, ein Haus hier, ey. Chauffeur de merde! Das. So, dann Reifen. Nehmen wir wieder die schön mit der Aufschrift. Ein bisschen übertrieben, wie ich finde, aber ach komm, ey. Los. Das haben wir auch, das haben wir auch, das haben wir auch. Dann schauen wir mal hier unten, was wir hier Schönes dran bauen können. Like Chrom. Da bauen wir solche kleinen, aber feinen. Ist da dran? Ja, das sieht ganz cool aus, wenn das dann so beleuchtet ist. Okay, das passt. Schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen Licht dran bekommen. Da brauchen wir nichts. Noch welche drauf machen. Zwei Stück. So. Das passt. So nehmen. LKW-Händler noch mal rein. Wie macht man es weg, dass man, wenn man das nicht möchte? Keine Ahnung. Ich gerade. Ja, das hier vorne. Ach so, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. So, okay. Was okay. Jetzt? Lustig aus. So, was hast du jetzt von LKW im Endeffekt? Ich hab den Volvo jetzt. Navi. Okay. Dann hier. Ich rüste hier gerade mal alles so ein bisschen auf. Stell ein paar neue Fahrer ein und sowas. Mach das, mach das. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Telefon ist wichtig, Sonnenbrille ist auf jeden Fall wichtig. Und hier so ein Wackelgerät. Ich habe eine ganze Garage da, da sind nur Frauen am Arbeiten. Das ist auch geil. Stulle hin. Oh, schöne Fressstulle. Hier das Notebook standardgemäß und hier die schöne Kühlbox. So, sehr gut. So. Ich will natürlich hier auch noch Gepimmel dranhängen. Oh Gott, es gibt einfach so viele Sachen, ey. Denke, so eine Disco-Kugel sieht eigentlich auch mal ganz nice aus. So viel Power bin ich ja gar nicht gewöhnt. Was sagst du? So viel Power bin ich ja gar nicht gewöhnt hier, ey. Vielleicht gut voran, oder was? Ja.
So. Dann gehen wir den jetzt auch noch ein bisschen auftunen. Aufrüsten. So, bei mir sollte das passen. 293.000 kostet meiner. Wow. 105.000 Aufpreis. Der Wahnsinn. Aber der sieht ganz cool aus, denke ich. Kaufen. So, jetzt habe ich schon. Ich würde den gern selber fahren. Jetzt habe ich schon 600 PS. Überlege ich, von wo starte ich dann? Mal hier rein. So, dann müssen wir mal in den Garage. Wie viel PS hast du? 600. Hast du den Volvo genommen? Mhm. Ja, die sind gut, ne? Ja. Sehen jetzt nicht so berauschend aus, aber. So, ich sitze im Volvo. Wenn du gerade, hast du noch zu tun? Ja, ich tue hier noch ein bisschen rum, experimentieren, warum? Nee, mach. Kaufe ich noch ein paar Volvos. Ich habe auch gerade erstmal richtig fett Geld ausgegeben. Kaufen wir mal so einen noch. In die nächste Garage noch voll. Kaufe noch so einen. Oder der hier, der gefällt mir auch gut. So. Volvo noch. Okay, jetzt brauchen wir Fahrermanager. So, war ja Hannover, genau. Fahrer einstellen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Na komm, Peter, sind wir mal nicht so. Dann der Marin. Dann. Oh, Susanne. Dann sieht gut aus. Matthias. Bei einer 1,7 Bewertung gehabt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Fucking Idiot. So. Okay. 25 Fahrer. So, 25 hast du schon? Aber noch drei Garagen leer. Firmenmanager, wo kann ich das denn hier? Fahrermanager. Ich habe 10 jetzt. Problem ist, ich bin jetzt in Paris, ne? Durch das ich ja den LKW wechseln musste. Okay. Wäre die Frage, wir könnten den Rest der Folge vielleicht nehmen, um uns irgendwo zu treffen. Wo bist du? Wo bin ich jetzt? Weltkarte. In Osnabrück. Wo war in Osnabrück? In Deutschland, über Köln ein bisschen. Dann fahren wir nach Duisburg. Ja. Fährst du nach Duisburg? Ich fahre nach Duisburg. Baba merhaba. Ekipten in Kimsen. Osnabrück. So. Ne, fahren wir nicht nach Duisburg, das ist Quatsch. Machen wir die Weltkarte bitte. Ja. Fahren wir bitte nach Ligé. Nach wo? Ligé. Das ist direkt links neben Duisburg. Düsseldorf, dann Duisburg und drunter Düsseldorf, dann Köln. Ach da. Links neben Köln ist Ligé. Ligé, ja. Da haben wir den Haken hin und dann auf geht's. Das sind aber auch so. Nochmal eben 460 Kilometer, ne? Ja, ich weiß. Okay. Aber wir müssen uns ja irgendwie wieder treffen. Ja. So, mal gucken, was unser Volvo hier kann. So, von 1.000.000 runter auf 315.000. Ich bin jetzt auch auf 16,6 runter. Aber ich habe mir jetzt erstmal ein paar neue Fahrer und so eingestellt und. Ja, ich bin auch auf 16,6 Millionen runter. Ja. Oh mein Gott.
So, schauen wir mal, was der Kleine kann. Oh, der gibt auf jeden Fall schon mal ganz gut Sprut. Eine sieht er, eine gefällt mir besser. Echt sagen. Der Volvo gefällt mir auch besser. Der lenkt auch ganz anders und viel cooler. Ja, auch den Volvo. Ich muss mal etwas schauen, fix. Wie war das mit dem Licht? Standlicht. Ben servise gidiyorum. Gelirseniz gelin. Ja. So. Oh, ich hab die Rundumleuchte an. Scheiße, wie kann ich die wieder ausmachen? Na, oh, ist egal, die lassen. Oh, oh, oh. Wo geht nicht? Doch, bei mir schon. Bei mir geht die Rundumleuchte mit O an und wieder aus. Das 600 PS ist schon was Feines, das sag ich dir, du. Geht ein bisschen anders, ne? Ja. So, dann. Ja, fahren wir jetzt erstmal dorthin. Da, Bitch. So, jetzt haben wir erstmal alles eingestellt hier am Volvo und jetzt kann's losgehen. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir vor allen Dingen innen sehr gut. Das sieht echt cool aus. Okay. Findest du nicht so? Ja, doch, geht. Mit diesem Beige und so, das sieht schon geil aus. Mal den Scania in der großen Ausführung dann haben mit 730 PS. Der faucht richtig. Meinst du? Ja, ja. Tacho gut voran, ne, muss man echt sagen. Der bist gefahren? jetzt gerade fahre ich 125, 130. Aber wir haben schon mal beide 600 PS LKW, das ist doch schon mal ein Erfolg, ne? Ja, auf jeden Fall. Oh, hier ist bei 142 Schluss. Oh! Oh! Wie bist du kurz? Lol. Mehr ist nicht. Der macht nicht mehr wie 142, das ist ja scheiße. Muss ich das andere 12-Gang-Getriebe nehmen. Ich glaube, das hat eine längere Übersetzung. Okay. Ne, fährst du in die Spitze? Konnte ich noch nicht testen, ich bin noch nicht auf der Autobahn. Ich fahre ja die ganze Zeit Landstraßen, ich muss immer abbremsen. Wie viele Meter hast du noch? 244. Oh, ich hab noch 250, passt ja.
So. Aber ich würde sagen, machen wir erstmal Feierabend. Wir fahren dann noch bis zum Schluss. Ja. Und treffen uns in Liger. Und ja, sind erstmal fertig heute. Ja. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hatte ich alle moderiert?